Willkommen zurück im Jahr 2015. In Unpacking werden wir heute weiter ausräumen. Wobei, ich sehe noch gar keine Kisten hier. Ach doch. Die Wohnung scheint dieselbe zu bleiben, wenn ich mich nicht irre. Denn genau wie bei dem letzten Umzug oder Einzug haben wir hier noch alles genau am selben Platz, bloß ein bisschen umgerückt. Die Bücher sind noch genauso fast eingerichtet wie vorher und so weiter und so fort. Aber es sieht saniert aus. Vielleicht. Und es gibt Blumen. Schauen wir mal. Nicht, dass ich hier Unsinn erzähle. Doch, es ist alles dasselbe. Wunderschön. Wir sehen eine viel besser eingerichtete Küche. Wir sehen einen aufgeräumteren, ja, Kunstarbeitsplatz, wenn man so möchte. Und das Bett strahlt auch mit frisch gewaschener violetter Bettwäsche. Eigentlich alles ganz hübsch. Es wirkt wirklich eher so, als würde eine neue Person einziehen, diesmal in unsere Wohnung. Und dann wollen wir mal sehen, dass wir das hier zu einem schönen Platz auch für unseren neuen Partner, neue Partnerin, machen können. Das kann man aufhängen. Ja, das ist ja hübsch. Scheinbar war meine Theorie, dass das hier ein ein Schlüsselanhänger-Magnet-Dingsi wäre falsch, denn wie soll man da rankommen? Nun gut, machen wir weiter. Wir sehen auch hier wieder viel Krimskrams, alles nicht so mein persönlicher Geschmack. Aber das muss er ja auch nicht sein. Bücher. 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 Wieder schön sortieren nach Größe. Irgendwo habe ich das eine Buch jetzt verloren. Da ist es wieder. Naja. Schauen wir mal, was das wird. Wir sehen hier mehr Filminteresse scheinbar auch in den Büchern auftreten. Da ist ja so ein kleiner, was man quasi beim Filmdreh gerne nimmt, um zu sagen, hier, bitte anfangen mit dem Szenendreh, bla bla bla. Und das könnte also darauf deuten, dass wir einen Partner oder eine Partnerin gefunden haben, die ebenfalls kulturinteressiert ist. Denn auch unsere Hauptfigur liebt ja sie liebt es zu zeichnen und womöglich haben wir da jemanden gefunden, mit dem wir unsere Passion, unsere Leidenschaft ein bisschen teilen können. Es ist schon sehr schön. Es sieht sehr heimelig aus in diesen vergangenen Jahren. Exposure, aha. Interessant, wie diese Brettspiele heißen. Da müssen wir mal gucken. Wir haben hier doch relativ viel Krimskrams auch für Pflanzen dabei bekommen. Und womöglich müssen wir diese ganzen Deko-Elemente noch ein bisschen neu umsortieren. Aber das werden wir dann machen, wenn es soweit ist. Ein Poster, natürlich. Anti-Hero, das könnte doch perfekt über den Fernseher passen, denn es ist scheinbar die Lieblingsserie der neuen Person, denn hier gibt es eine Season 2. Wunderbar. Das sieht aus wie Glas, also so Glasuntersetzer in Fruchtform. Definitiv eine ganz andere Person als die, mit der wir vorher zusammen gewohnt haben. Schon jetzt lassen sich sehr, sehr unterschiedliche Arten und Weisen, wie man einen Raum zu gestalten hat, erkennen. Die Vorstellungen scheinen sehr unterschiedlich zu sein. Umso schöner. Hoffen wir, dass diese kleine Familie glücklicher wird miteinander. Tja,
Das ist nicht so einfach, irgendwie einen guten Platz für sowas zu finden. Aber trotzdem, auch wenn das hier schon wieder ein bisschen enger wird als vorher, glaube ich daran, dass die miteinander wesentlich besser klarkommen werden. Ich würde es ihnen definitiv gönnen. Lasst uns das mal weglegen und versuchen, da noch eines der Bücher reinzubekommen. Dann haben wir da vielleicht ein bisschen mehr Platz noch, um auch diese zwei, das eine Spiel und das Spiel, da noch mit reinzubekommen. So richtig klappt es nicht. Ach, ich habe da ja auch eigentlich schon so ein Regal für Spiele eingerichtet. Ja, merkt schon keiner. Da schleicht sich jetzt noch eins ein. Ach, da ist ja sogar für diese Art schon was da. Ja, super. Das sieht doch schon ganz gut aus. Hundertprozentig zufrieden bin ich nicht. Aber wann bin ich das schon mal? Ich würde sagen, wir finden später noch einen Platz, um diese Blumentöpfe besser hinzustellen. Obwohl, da passt das ja ganz gut. Da könnten sogar einzelne dann rein. Weil wozu will man die dann immer übereinander stapeln, wenn es auch so geht? Die Untersetzer nehme ich schon mal mit in die Küche. Das sieht doch ganz süß aus. Hübsch, 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 hübsch. Mir gefällt's. Tja, die Pflanzen bräuchten eigentlich einen Platz, wo man sie gut gießen kann, immer wieder. Ja? Ich weiß es einfach immer nicht, wie ich sowas ordentlich einrichten soll, aber mal gucken. Ja. Damit die besser trocknen können. Also die Küche hat durchaus noch ein paar Ausbesserungsbedarfsstellen, aber es ist trotzdem auch schon besser geworden. Ein bisschen. Was bist du denn? Keine Ahnung. Und was ich nicht kenne und nicht verstehe, lege ich erstmal irgendwo hin. Reiskocher. Ja, nimmt man den so häufig? Je nachdem, was man kocht, oder? Ist ein bisschen groß eigentlich für den Schrank. Aber es geht. Eine Käsereibe. Ja. Ah, wird schwierig langsam. Zitronenpresse braucht man auch nicht so häufig. Kann mir keiner erzählen. Oh Gott. Ja, jetzt wird's eng. Aber dann ist es so. Das Salz und den Zucker, den lege ich mal auf den Tisch direkt drauf. Und dann kommt die ganze Soßengeschichte alles dahin. Ein paar Geschirrtücher. Ach so, wieder ein Magnet. Die wollen wir natürlich alle raufkriegen. Ein kleiner Scheißehaufen. Warum nicht? Och Mensch. Also langsam wird's eng hier. Das ist die beste Auflaufform, die ich jemals gesehen habe. Oder? Das ist eine Auflaufform. Wunderschön. Dann lasst uns die Tücher doch alle dahin bringen und dann versuche ich mal die Auflaufform hier noch irgendwie. Nee. Klappt natürlich nicht. Aber was habe ich auch erwartet? Mhm.
Ja, das ist auch zu groß eigentlich. Ich geb's ja zu. Ich frag mich auch, ob die überhaupt da reinkommen kann. Da bin ich mir gerade unsicher. Okay, ich tu sie schweren Herzens auf den Kühlschrank, weil ich nicht weiß, wo ich sie sonst hin tun soll. Also es wird ein bisschen beengter, das Zusammenleben, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass die sich tausendmal besser verstehen werden. Im Zusammenleben. Ja, wird schwierig langsam. Na gut. Das hat noch geklappt. Dann schauen wir uns mal hier um. Hier haben wir keine neue Kiste bekommen. Wir sehen einige Entwürfe, die weggepfeffert wurden. Ansonsten, glaube ich, sind ein oder zwei Bilder dazu gekommen. Ich glaube, dieses und dieses. Und das ist schon sehr schön. Ja. Ich versuche das mal noch ein bisschen nach meinem eigenen Ordnungsbedürfnis herumzugestalten. Aber richtig schöne Ergebnisse bekomme ich da nicht hin. Dennoch gefällt mir das sehr. Ja, passt. Gut. Das Schlafzimmer. Eine neue Tischlampe. Warum nicht? Und Klamotten. Natürlich. Natürlich, natürlich. Da könnte es eng werden. Ich hoffe jetzt erstmal, dass wir vielleicht noch ein paar Kleiderbügel bekommen und werde die Klamotten aufs Bett tun. Und mich in der Zwischenzeit um andere Sachen dabei kümmern. Tja, Schuhe, Schuhe, Schuhe. Diese Stiefel, wo soll ich damit hin? Ja, erster Kleiderbügel. Und schöne Kleider kommen dazu. So, BH. Es wird nicht einfacher. Aber darum geht's ja auch. Das ist super, das Ding. Aber wo soll man das noch hin tun? Es hat ja auch einfach nirgendwo so richtig Platz, ne? Wie so eine plüsch gewordene Poolnudel. Ja, da müssen die Stiefel irgendwie einen anderen Platz bekommen. Das geht nicht anders. Ach, da kommt er gar nicht rauf. Dann muss der Hund irgendwo anders rein. Das geht nicht anders. Der muss natürlich irgendwo präsentiert werden. Vielleicht in der Küche? Ich meine, so ein vollgefressenes Köterchen. Ah, schade. Ich habe ein bisschen gehofft, dass ich ihn in die auf den Kühlschrank positionieren könnte, aber nee. Ja, hier komm. Die Gewürzmale-Station wird dort mal positioniert. Ist schon okay. Der würde sich schon hier ganz gut machen, aber da sind auch schon wieder alle Sachen befüllt. Vielleicht so? Ja, perfekt. Ist doch in Ordnung. Dann sehen wir noch ein Cappy von dieser Serie. Also unsere Partnerin, wie ich annehmen würde, hat ganz schönes Interesse an diesen Filmen. An dieser TV-Serie. Ist ein richtiger Fan. Bringt Poster mit, bringt Cappies damit mit. Wer weiß, ob das einzige Utensil bleibt? Natürlich nicht. Oberteile kommen genauso mit rein. Ich fürchte, ich werde den Kleiderschrank auch nochmal neu sortieren müssen. Weil wenn die da noch Hosen und so weiter dazukommen, dann können die nur auf der rechten Seite positioniert werden. Und die Kleider, Röcke und so weiter nur auf der linken.
Und da werden wir wohl noch ein bisschen was abändern müssen. Schauen wir mal. Da sogar schon Staffel 3. Vorhin das Poster war von Staffel 2. Die muss ja richtig gut gewesen sein, die Serie. Ein Handy, ja. Oder Walkie-Talkie eher, ne? Interessant, weil wir haben nämlich zwei. Dann eins direkt, jeweils neben das Bett. Warum nicht? Wo habe ich die denn hingetan jetzt? Da. In Ordnung. Das wird ein richtiges Zuhause hier. Wunderschön. Ja, da sind so viele Kleinteile, die können wir bestimmt nachher nochmal raussuchen. Und das irgendwie anders positionieren. Was ist das denn für ein Köfferchen? Wo soll ich das hin tun? Machbar. Also bisher scheint es ja so zu sein, dass wir links positioniert sind und sie, unsere neue Mitbewohnerin, auf der rechten Seite immer liegt. Also hier auf dem Bett auf der rechten Seite, hier sind die Klamotten rechts. Ja, mal schauen. Kopfhörer. Weiß ich nicht. Was sollen die Dinger denn darstellen jetzt? Kein Plan. So, paar Schlappen. Ja. Eieiei. Es wird ein bisschen eng. Aber ich glaube, die kriegen das schon hin. Die werden sich schon untereinander absprechen können, wie sie ein paar Sachen, wenn ich die jetzt falsch sortiere, lieber haben würden. Da gehe ich ganz fest von aus. Okay, Pflanzen. Bei der großen muss ich mal schauen, wo da noch gut Platz ist. Ich würde sagen, wir können noch eine in die Küche stellen. Hoffe ich. Wieso brauchen Leute so viele Pflanzen? Ich verstehe es nicht. Top-Pflanzen und so weiter und so fort. Also so viele halt gleich immer, ne? Das ist eher mein Problem an der ganzen Geschichte. Ich verstehe es einfach nicht. Ich bin da auch ein bisschen eigen vielleicht, aber Pflanzen... Ich habe nie verstanden, warum das in der Menge so wichtig ist. In einer Wohnung. Aber naja. Ich weiß wirklich nicht, was das darstellen soll. Sind das Räucherkerzen und die macht man da rein und dann halten sie so und können darauf abbrennen? Weiß ich nicht, ob ich das hier überhaupt irgendwo haben wollen würde. Ja. Ich bringe es mal in das Wohnzimmer rein, auch wenn mir nicht so richtig wohl mit dem Zeug ist. Gut. Weg ist es ja nicht. Es hat alles seinen Platz. Ich hoffe, wir denken daran, oder unsere Figur eher, das mit unserer Partnerin nochmal abzusprechen, wo die sich am besten machen. Gut. Ja. Hm.
So. Da könnten wir eigentlich auch versuchen, diese tollen Aufbewahrungsboxen zu nutzen, ne? Also gerade für diese kleinen Teile machen die sich ja auch ganz gut. Habe ich irgendwie in den letzten Parts nie daran gedacht. Keine Ahnung warum. Ah, es sind zu viele. Geht noch eine rein? Nee. Okay. Ah, das wollte ich nicht. Dann versuchen wir doch mal noch die letzten Sachen irgendwie reinzukriegen, die noch draußen stehen. Unsere Schuhe sind noch nicht ganz drin. Und auch nicht sortiert. Ja, doch, war richtig. Ich kann das manchmal ein bisschen schwer erkennen, welche Sachen wie ausgerichtet sind. So. Ein paar Klamotten haben wir hier jetzt halt schon noch, die irgendwie irgendwo hin müssten. So als großer Haufen da draufgelegt irgendwie nicht. Ah doch, hier geht's. Dann ist nur noch die Frage, was wir mit diesem Schätzchen hier machen. Kriegen wir den darauf? Jawohl. Immerhin, es geht zu. Das ist schon mal viel wert. Zu guter Letzt das Bad. Eine kleine Pflanze kam natürlich auch hier rein. Und wir bekommen gleich was Neues dazu. Make-up-Utensilien. Ja. Müssen wir mal schauen, wie viel wir hier noch entbehren können am Platz. So, Kleinkram kann gleich in Schubladen rein. So, ich denke mal, dass das irgendwelche Duschsachen sein sollen. Dann können die dahin. Noch mehr Tampons sind dabei. Ja. Sehr schön, sehr schön. Eine Matte, eine Badematte. Wunderbar. Jetzt habe ich den aus Versehen schon falsch hingehangen, denn der kommt natürlich daneben. Jawohl. Ja, es ist zu viel, ne? Es ist wirklich viel dabei. Aber ein paar Kleinigkeiten sollen noch woanders positioniert werden. Aber gar nicht viel diesmal, habe ich das Gefühl. Wo hättest du das denn gerne? Okay. Verstehe nicht immer ganz, warum manche Sachen wie hingestellt werden sollen. Okay, warum der Rechner nicht da direkt bei der Steckdose stehen durfte, habe ich jetzt nicht verstanden. Muss ich auch nicht. Ich freue mich aber hier gerade sehr, diese kleinen Dinger auf dem Monitor zu sehen. Es sind doch ein paar Details, die erst beim zweiten Hinblick auffallen. Auch hier, die neuen Auszeichnungen. Das ist schon schön. Wunderbar. So. Was fehlt noch, ist ein kurzer Check, ob ich alle Sachen schon ordentlich zugemacht habe. Das sieht doch ganz gut aus. Ein bisschen vollgemüllt, der kleine Schrank, die Schubladen, aber okay.
Die Zahnbürste soll natürlich auch bei unserer mit dabei stehen. Hier, das passt. Ich hoffe, unsere neue Wohnpartnerin, unsere neue Lebenspartnerin wird sich bei uns wohlfühlen. Das wäre wirklich das Hauptziel bei diesem Einzug. Wunderschön. Ein weiterer Sticker und im November 2015 freut sich unsere Hauptfigur darüber, dass es endlich sich wie ein Zuhause anfühlt, denn es ist wesentlich gemütlicher für sie jetzt geworden. Schauen wir uns noch einmal den Prozess an. Und ich glaube, ja, man kann das schon sagen, es war schon vorher ziemlich schön, wie es für sie alleine eingerichtet war. Sie hat es ja auch noch mal in den letzten anderthalb Jahren, glaube ich, oder zwei Jahren, sich wirklich heimlich dort gemacht. Und jetzt mit der neuen Partnerin, wunderbar. Auch ein bisschen Deko-Fanat scheint unsere Freundin zu sein. Aber ja, dass manche kleine Außergewöhnlichkeiten, manche Sachen, manche Eigenschaften an einem anderen Menschen, die vielleicht nicht die eigenen sind, sollte man auch einfach akzeptieren lernen, damit umzugehen lernen. Weil das Positive daran, mit diesen Menschen das Leben zu teilen, überwiegt dann eben doch enorm. Und ich glaube, das ist eine der kleinen Botschaften, die in Unpacking eben versteckt sind und die man sich auch so wie in einer Umzugskiste herumwühlen muss und nochmal nachdenken muss, bevor man wirklich begreift, warum man eben diesen Gegenstand so gewählt hat und dann in dem Reflexionsprozess noch mehr darüber lernt, warum man ihn gewählt hat. Wir wühlen uns hier durch eine Kiste, wir lernen Sachen über uns selbst, aber auch über das Leben im Allgemeinen. Bisschen pathoshaltig, ich weiß. Trotzdem glaube ich, dass das Spiel enorm schön und einfach derlei Botschaften verpackt und uns zum Endpacken wieder übergibt. Toll, ich habe mich da sehr gefreut und ich glaube, das war bereits das vorletzte Level. Dann bin ich gespannt, wie morgen der letzte Part ausgehen wird. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein und ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Ciao.